Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Ja, wir haben wieder ein ganz besonderes Fahrzeug für euch heute dabei. Wir sind nämlich bei der SMW Autovertrieb in Greifswald. Das ist der Seat und Cupra Partner hier in Greifswald, hoch im Nordosten unseres Landes. Und Steffen? Hast du dich wieder vor das falsche Auto gestellt? Ja, dann fangen wir halt nochmal von vorne an. Ja, herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Heute mal mit einem ganz besonderen Elektrofahrzeug, nämlich dem nagelneuen Cupra Born. Ursprünglich sollte er ja L-Born heißen. Born passt ja auch zu meinem Nachnamen Bornemann. Und von daher freue ich mich, euch heute den Cupra Born mal in allen Details vorzustellen und mit euch in den Kommentaren darüber zu diskutieren, wie ihr den neuen Cupra Born empfindet. Ja, bevor wir losstarten, schaut ihr bitte mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Wenn nicht, würde ich mich freuen, wenn ihr heute dazu stoßt und ein Teil davon werdet. Gerne könnt ihr das Video teilen und uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Aber jetzt starten wir los mit dem Cupra Born. Cupra ist ja eine Tochtermarke der Seat und Seat gehört ja bekanntlich zum Volkswagen-Konzern. Übrigens, der Name Cupra stammt von Cup Racing und für Cup Racing steht natürlich auch der Formentor hier in dieser Special Edition. Davon wurden nur 7000 Fahrzeuge gebaut und verkauft. Das Autohaus hat ihn übrigens hier noch frei zum Verkauf, also für all die Verbrennerfreunde, die noch mal so ein Einzelstück genießen wollen. Ich glaube, mit 390 PS, die sind hier richtig aufgehoben. Ja, Cupra Cup Racing ist natürlich die Zukunft in der Elektromobilität. Und das hat auch Cupra klar verstanden und wird jetzt Zug um Zug natürlich auch diesen Schritt immer weiter gehen. Und das erste Prunkstück aus dem Volkswagen-Konzern basierend auf dem MEB-Baukasten, das ist ja der modulare Elektrobaukasten von Volkswagen, ist natürlich auch das Konzerntöchterchen Cupra mit dem Born entstanden und hat hier viele Details, die wir aus dem VW ID.3 kennen, übernommen. Und welche das sind, schauen wir uns jetzt natürlich gemeinsam an. Und wie immer starten wir von vorne und schaut mal bitte in die Voll-LED-Scheinwerferaugen des Cupra Born. Ihr werdet sie im Rückspiegel sehen, um rechts an die Seite zu fahren und den Cupra Born performant vorbeiziehen zu lassen. Und da muss ich sagen, Voll-LED-Scheinwerfer serienmäßig gepaart mit dieser wirklich sehr, sehr dynamischen Frontpartie, hier massiv natürlich eingerahmt, das Cupra-Logo in dem bekannten Kupferton mit zwei Power-Domes nach vorne geneigt. Wir haben natürlich hier nochmal den Cupra-Schriftzug, wo natürlich auch das Kamerasystem drin verbaut ist für die Frontkamera und wir haben natürlich eine Frontschürze, die natürlich nur so vor Performance strotzt und das kennt ihr ja von meinem Audi e-tron GT, diese Aerodynamic Domes, dann hier wieder diese schönen kupferfarbenen Schliff und natürlich diese Wabenstruktur, wo unten auch die Lüftungstechnik ist, weil das Auto natürlich keinen großen Kühlergrill benötigt als rein elektrisches Fahrzeug, aber natürlich Lüftungsklappen braucht, um dann natürlich auch entsprechend das Thermalmanagement mit Luft zu versorgen. Und ich muss euch sagen, ich bin echt schwer beeindruckt. Ich habe gedacht, ja, jetzt haben wir den Cupra Born, ist ja so ein, mit Verlaub, Erweiterung vom ID.3. Nein, für mich hat er eine völlig andere Optik. Ihr seht das hier, wie tief die Schnauze hier runter geht. Das muss ich sagen, das sieht richtig sportlich und dynamisch aus. Und der Cupra Born sieht richtig aggressiv aus, richtig bissig. Und Cupra hat sich richtig Gedanken gemacht über die einzelnen Details. Schöne ausgestellte Kotflügel, auch hier mit den LED-Elementen an der Seite. Das ist nicht einfach nur ein Voll-LED-Scheinwerfer, das ist wirklich auch Liebe zum Detail. Und wo wir schon bei Detail sind, da sehen wir natürlich auch hier die optionalen dicken, fetten 20 Zoll Puschen, auch wieder mit Kupferelementen, aerodynamisch optimiert, um natürlich auch hier maximale Reichweite zu gewähren.
Serie steht da auf 18 Zoll, optional 19 und dann auch 20 Zoll. Und hier sogar mit 215, 45 R20 in der Dimension. Und auch wenn ihr den Wagen zurückgeht, dann sehen wir so ein bisschen eine ähnliche A-Säule wie beim ID3. Auch die Spiegel sind relativ ähnlich, Türen sind relativ ähnlich. Das Detail ist, Steffen, komm mal runter. Wie geil ist das denn? Denn dieser performante Seitenschweller, das sieht ja mal richtig dynamisch aus hier mit der angedeuteten Abstufung. Das ist richtig cool, auch links zum Reifen hin. Schau mal, das ist ja richtig geil gemacht. Das ist ja schon fast, wie man es aus dem Aftermarket im Tuning kennt. Und da lässt halt Cupra so richtig die Fetzen fliegen und macht aus dem Born so ein richtig eigenständig dynamisches Fahrzeug. Der Cupra Born ist ja Kompaktklasse, das heißt mit seiner 4,32 Meter Länge ist es eigentlich so die Golf- und Astra-Dimension. Beim ID3 uns aufgefallen, der wirkte so ein bisschen wie ein Golf Plus. Das ist beim Born völlig anders, weil Cupra gesagt hat, runter mit dem Chassis, vorne 15 mm tiefer, hinten 10 mm tiefer. So eine leichte Keilform, das seht ihr hier, wie der Wagen nach vorne hin abfällt. Und das soll Performance, Dynamik etc. pp. Entsprechen. Und das finde ich gut gelöst, auch gerade hier nochmal in der C-Säule, Privacy-Verglasung. Dann hier nicht mit einfach so einer Folie aufgeklebt, sondern richtig geil, Steffen. Guck mal, mit so einer warmen Struktur, das ist ja mal echt edel gemacht, ne? Hier so mit matt und glänzenden Partikeln. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera richtig gut rüber. Was natürlich wieder mal nicht fehlen darf im Hause Cupra, ist natürlich die VW-Konzern typische Haifischflosse. Leute, wie schön wäre das, wenn das Heck hier schön über die C-Säule dynamisch abfallen würde, auch hin zum Heckkantenspoiler. Schaut mal, wie tief der hier über die Scheibe hinausgeht. Da kann man richtig zwei Hände reinfassen. Und dann muss VW respektive Cupra dann so eine Haifischflosse da noch draufpacken. Mal ganz ehrlich, schau mal, Steffen, links, mein Audi e-tron GT hat sie auch nicht. Auch Audi aus dem VW-Konzern hat es geschafft, die Technik in die Scheiben, in die Außenspiegel, in die Karosserie zu integrieren. Und warum denn nicht beim Cupra Born? Und wer das Typenschild an der Seite sucht, der findet es im LED-Rücklicht. Da ist nochmal Born recht selbstbewusst integriert. Und wenn wir einfach mal dieses fast durchgehende LED-Lichtband abfahren, dann muss ich euch sagen, das sieht einfach mega, 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 mega geil aus. Und da ist Cupra wirklich so ein typisches Alleinstellungsmerkmal in allen ihren Fahrzeugen inzwischen vom Rücklicht her gelungen. Und wer die Liebe zum Detail sucht, der findet sie natürlich auch hier in der Logo-Applikation, was gleichzeitig natürlich auch hinten der Heckklappengriff ist. Richtig geil, kupferfarben, das Cupra-Logo mit so einem geriffelten, ja, Carbonfaser und dann natürlich dick und fett und selbstbewusst auch in kupferfarben der Cupra-Schiffszug. Und ich muss euch sagen, das Heck, das steht halt für Performance. Und wenn Steffen mit der Kamera runterfährt, dann seht ihr auch diesen Cup Racing Diffusor, der natürlich auch in der Elektromobilität halt seine aerodynamische Bewandtnis erfährt, weil wir natürlich auch den Cupra in verschiedenen Leistungsstufen bekommen. Da kommen wir nämlich gleich zu. Schaut noch mal den Blick so ein bisschen auf das Heck. Ich muss sagen, der Cupra Born ist der für mich optisch gelungenere ID3 mit vielen, vielen Qualitäten, die wir uns jetzt gemeinsam noch erarbeiten werden. Und natürlich stellt ihr euch die Frage, Mensch, Olli, was ist das für eine geile Farbe? Ja, das ist Aurora Blue Metallic hier im Cupra Born. Ich muss sagen, mir gefällt die in Natur richtig gut. Das ist so ein Blautürkis, sieht richtig geil aus, zumindest jetzt hier bei dem düsteren Wetter. Vielleicht muss man sie sich im Sommer noch mal anschauen, dann, wenn die Sonne scheint. Übrigens, Cupra Born, nur dass wir das abschließen, 4,32 Meter lang, Kompaktklasse, 1,89 Meter, also 1,81 Meter breit, ohne Außenspiegel. Das heißt, es könnte gerade so aufgehen mit der linken Spur in der Baustelle, dann mit den Außenspiegeln und erst 1,54 Meter in der Höhe. Ihr seht, ich bin 1,85 Meter, das passt und natürlich dadurch auch ein bisschen flacher als der VW ID3. Den Cupra Born wird es zukünftig erstmal in drei verschiedenen Akkukapazitäten geben. 45 Kilowattstunden,
58 Kilowattstunden und 77 Kilowattstunden netto. Beginnt aber nur erstmal bestellbar in der 58 Kilowattstunden netto fassenden Variante, so wie wir ihn hier auch haben. Immer heckangetrieben mit einem Heckmotor. Da unterscheiden sich mit den Batterievarianten auch die Leistungsstufen. Das heißt, die kleine Variante mit 45 Kilowattstunden hat 110 kW, 150 PS, 310 Newtonmeter Drehmoment und braucht 8,9 Sekunden von 0 auf 100. Darüber hinaus gibt es ihn dann mit der 58 Kilowattstunden Batterie erstmal nur mit 150 kW, 204 PS, später nochmal dann auch in der Performance-Variante mit 170 kW, 231 PS, 160 km/h begrenzt wie alle Modelle, ebenfalls 310 Newtonmeter Drehmoment und in der Standardvariante in 7,3 Sekunden von 0 auf 100 und in der Performance-Variante 6,6. Last but not least noch den 77 Kilowattstunden fassenden Netto-Akku. Da haben wir dann immer 170 kW, 231 PS. Da braucht er 0 auf 107 Sekunden, auch 160 km/h begrenzt. Und das finde ich halt mega schade, weil wir in Deutschland nach wie vor und wahrscheinlich auch zukünftig kein Tempolimit bekommen werden. Und da finde ich, obliegt es doch jedem selber, wie schnell er fahren möchte, wie energieeffizient er fahren möchte. Und ich halte halt null von Tempobegrenzung auf der Autobahn und auch null von Tempobegrenzung in Elektroautos. Und wo wir schon bei den Akkukapazitäten und den Leistungen waren, müssen wir natürlich auch mal über den Ladeanschluss auf der Beifahrerseite hinten an der C-Säule sprechen. Wir haben natürlich den klassischen Typ-2-Anschluss fürs AC-Laden und jetzt passen wir auf. Bei der Standardvariante mit dem 45 Kilowattstunden Akku haben wir 7,2 kW im Peak maximal. Alle anderen Batterievarianten haben serienmäßig den dreiphasigen 11 kW Lader an Bord. Die kleine Batterie hat natürlich auch den CCS-Anschluss wie alle Varianten. Ihr seht es hier nochmal. Aber der 45 Kilowattstunden netto fassenden Akku hat nur 50 kW maximal im Peak. 58 Kilowattstunden haben beide Varianten, sowohl der Performance als auch der Standard, 120 kW im Peak-Ladegeschwindigkeit. Und bei dem großen Akku-Pack mit 77 Kilowattstunden netto, da haben wir dann auch 125 kW im Peak, was dann auch bescheren soll, dass der Cupra Born von 10% auf 80% in gut 30 Minuten wieder geladen werden soll. Es gibt die Gerüchte im VW-Konzern, dass sowohl der ID.4 als auch der ID.3, der Skoda Enyaq, dann nochmal Over-the-Air-Updates bekommen. Das kann der Cupra Born natürlich auch, kommen wir später noch zu. Und auch ein Upgrade wohl bekommen sollen in der Ladepeak beim DC-Laden, beim Gleichstromladen. Das heißt, hier werden dann wohl die 125 kW auf 135 bis später hinzu, man munkelt sogar 170 kW möglich sein. Da hoffe ich natürlich, dass das der Cupra Born dann auch Over the Air später bekommt, weil Ladezeit ist ja auch vertane Zeit und wir wollen ja näher an die Verbrennerkollegen ranrutschen und dazu brauchen wir halt schnell ladende Autos, dass wir da beim Laden keine Zeit verlieren. Und natürlich wie immer bei einfach elektrisch schauen wir unter alle Klappen, unter alle Hauben und so natürlich auch hier unter diese Haube im Vorderwagen und stellen uns natürlich die Frage, der ID.3, der ID.4 haben ja zu Recht viel Kritik geerntet, weil sie keinen Frunk haben. Und da sind wir natürlich gespannt, ob die Spanier hier beim Cupra einen Frunk integriert haben. Und dann haben wir natürlich auch noch diese Hydrodämpfer bemängelt. Also Hydrodämpfer kann ich euch schon mal sagen, hat er nicht. Er hat das Stäbchen und wie ihr seht, ja, kommt denn der Pinökel hin? Ah, hier ist ein Pfeil. Guck mal, Steffen, hier ist ein Pfeil. Ne? Für alle, die nicht wissen, wo der Pinökel hinkommt, da ist ein Pfeil. Und dann schauen wir hier unter die Haube beim Cupra Born. Ja, Frunk leider Fehlanzeige. Begründung von Volkswagen-Konzern war ja immer, braucht eh keiner, ist viel zu klein, lohnt sich nicht. Respektive zweite Antwort dann das Augmented Reality Head-Up-Display, was dieses Auto auch hat. Steffen, schau doch mal da durch die Windschutzscheibe, kann man es glaube ich erkennen. Das nimmt halt zu viel Platz ein von der Technik und deswegen verbleibt hier im Vorderwagen halt nicht genügend Platz für einen Frunk.
Das wäre natürlich geil gewesen, wenn wir hier so Hydrodämpfer gehabt hätten statt diesem Stäbchen. Das hatte ja mein Golf 1993 schon, mein Golf 3, vor ja, fast 30 Jahren. Und wenn wir hier so einen Frunk hätten, um dann unser Ladeequipment wenigstens hier zu verstauen. Ja, Dämmung ist hier Fehlanzeige. Ob das Auswirkungen hat, ich hätte sie ja immer gerne, weil auch hier Vibrationen und Geräusche sich übertragen können auf das Blech. Das werden wir natürlich sehen, wenn wir dann beim Fahren auch die Innengeräusche messen. Und da sind wir ja wie immer sehr, sehr genau. Und was natürlich auch ohne Dämmung geschieht, ist so ein schönes blechernes Zuschlagen. Ja, hat der Cupra Born auch. Ich glaube, das kannst du sein lassen. Wieso? Hat er keine elektrische Heckklappe? Anscheinend nicht. Nicht sensorgesteuert? Na gut, in der Kompaktklasse kann man es vielleicht auch nicht erwarten. Beim ID4, Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron gibt es das ja optional. Eine elektrische Heckklappe. Und das hätte natürlich dem Cupra Born auch gut gestanden, weil ja viele auch ihre Einkaufstaschen haben oder anderes Gepäck. Und so kann man halt sensorgesteuert oder dann natürlich auch über den Funkschlüssel immer schön die Klappe öffnen. Ja, wir schauen in 385 Liter Kofferraumvolumen. Das ist ja schon mal nicht wenig. Und haben hier in dieser Variante auch einen doppelten Ladeboden verbaut, wo wir dann natürlich Schuko Notfallset, Typ 2 Kabel und Verbandtasche ist es wahrscheinlich hier oder Tire Mobility Set dann beherbergen können. Übrigens, wer bei euch, bei uns bekommt ihr immer die Insider-Infos. Der Cupra Born hat natürlich hier unten, Steffen, schau mal, noch so ein kleines Geheimfach, wo man auch einiges verstauen kann, wie zum Beispiel das Radschloss und den Abschlepphaken und natürlich auch einiges an Gedöns, wie ich es immer so schön sage, was man nicht im tagtäglichen Leben benötigt. Bei uns werdet ihr ja immer umfassend informiert. Ja, leider hat es beim Cupra Born, das ist ja auch so ein Mangel, den ich immer wieder gerne mal erwähne, nicht zum zweiten Kofferraumlicht gereicht. Das ist natürlich schade. Hier fehlt übrigens auch das Warndreieck. Schau mal, Steffen. Normalerweise ist da nämlich das Warndreieck in der Kofferraumklappe verstaut. Übrigens alles schönes Hartplastik, ne? Preiswert fürs Geld. Aber hier unten ist wenigstens Teppich. Und hier hätte ich mir halt schon ein zweites Licht neben den Haken, um mal eine Einkaufstüte zu machen, gewünscht. Ja, was er auf jeden Fall hat, ist ein 12-Volt-Anschluss. Das ist natürlich ganz gut, wenn man da was laden möchte, wie zum Beispiel halt auch eine Kühltasche mal für die Reise im Sommer. Ja, wem 385 Liter nicht reichen, der kann erstmal die Hutablage rausnehmen. Das mache ich jetzt und kann dann natürlich Ja, ist auch so eine schöne Presspappe hier, ne? Guck mal, so ein bisschen mit Teppich beledert, ne? Alles preiswert fürs Geld im Hause Volkswagen-Konzern. So, da stellen wir mal vorsichtig hier ran. Und hat dann die Möglichkeit, 60-40 auch die Rückbank natürlich umzulegen. Und das machen wir mal. Hier gibt es also nichts zum Hehen oder Ziehen, ist ja auch nicht so tief. Und dann können wir quasi 40% umlegen. Hier haben wir übrigens noch ein schönes Fach. Das finde ich auch ganz geil, was wir umlegen können für einen Skisack oder wenn wir mal einen langen Gegenstand transportieren möchten. Klasse Cupra, dass ihr daran gedacht habt. Das ist auch nicht selbstverständlich in der Kompaktklasse. Und wir können natürlich auch die gesamten 60% umlegen. Leider nicht komplett ebenerdig. Sie liegen auf und dann auf der Rücksitzbank vorne. Aber 1267 Liter Volumen sollen sich daraus ergeben. Das ist schon mal gut. Wem es nicht reicht, der kann den doppelten Ladeboden ja auch rausnehmen, hat dann einen kleinen Absatz. Zeige ich euch auch noch mal. Und kann so natürlich auch noch mal mehr Platz zum Beladen schaffen. Steffen meint, ich habe die Verzurösen vergessen. Ja, also der Cupra Born hat natürlich auch Verzurösen, um Ladungsgegenstände entsprechend zu sichern. Und was er leider nicht hat, ist ja wie gesagt die elektrische Heckklappe. Das heißt, hier muss man manuell den Kofferraum schließen, aber das geht natürlich auch federleicht und sehr gut. Um das Gepäckabteil abzuschließen, es gibt momentan keine Anhängerkupplung für den Cupra Born. Dadurch, dass nicht wie beim ID3, glaube ich, das Kennzeichen war hier oben, jetzt nach unten gewandert ist, bin mir nicht ganz sicher beim ID3. Auf jeden Fall gibt es auch nicht den optionalen Heckträger, den es ja beim ID3 nochmal speziell gibt, um, glaube ich, ein oder zwei Fahrräder zu transportieren. Auch das gibt es beim Cupra Born leider nicht. Und was es auch nicht gibt beim Cupra Born, auch nicht optional, sind hier solche Halter,
um einen Dachgepäckträger mit einer Dachlast zu transportieren. Auch darauf hat man beim Cupra Born verzichtet. Das heißt, wir haben eigentlich nur den Innenraum und die Zuladung, um dann Personen und Gegenstände zu transportieren. Das müsst ihr bitte betrachten, wenn ihr euch für den Cupra Born interessiert und weitere Gegenstände transportieren möchtet. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind über Reichweiten und Preise. Beginnen tut er jetzt mit der Markteinführung 58 Kilowattstunden, 150 kW mit 37 plus X dann je nach Ausstattung. Unser Testwagen übrigens liegt dann so in der, ich sag mal, fast volle Hütte-Variante dann schon bei 48.000 Euro. Alles vor Herstelleranteil, vor Förderung. Da gehen ja aktuell noch auf jeden Fall bis Jahresende bis zu 9.570 Euro herunter. Was in Zukunft kommt, werden wir sehen. Ja, die Basisvariante mit 45 Kilowattstunden fassenden Akku, denke ich mal, wird irgendwo dann seinen Marktstart irgendwann haben mit 32, 33 km, da weiß ich noch nicht genau, wann es kommt. Und dann die Top-Variante mit 77 Kilowattstunden fassenden Akku wird dann sicherlich über 40 km sein. Ich vermute mal 44, 45 km beginnt, aber das sind alles Spekulationen. Soweit ich weiß, hat Cupra noch keine Zahlen veröffentlicht. Reichweite WLTP. Ihr wisst, ich bin da kein Freund von, weil die reale Welt abweichend ist von der WLTP-Welt. Nur zur Vervollständigung des Videos. 45 Kilowattstunden Akku, 349 Kilometer. Dann der 58 Kilowattstunden netto fassende Akku, so wie wir ihn haben, bis zu 420 Kilometer. Und die Top-Variante später dann mit 77 Kilowattstunden netto über 500 Kilometer. Ich glaube, es waren 525 Kilometer nach WLTP. Faustformel bei mir immer 10-20% abziehen, je nach Witterung, je nach Jahreszeit, je nach Strecke. Und dann kommt man real an. Ich weiß, wenn man nur Stadt fährt, kommt man vielleicht sogar drüber. Drittelmix ist es auf jeden Fall auch so, dass man ein bisschen was abziehen muss. Und Autobahn, das werden wir natürlich auch gleich noch testen im Drittelmix und auf der Autobahn. Da werden wir natürlich dann sehen, was er real jetzt bei 6, 7 Grad Nieselregen im November in der Mecklenburgischen Seenplatte, sind wir nämlich nicht mehr, wir sind ja in Greifswald, also fast an der Ostsee, dann verbraucht. Steffen, was ist los? Ah. Ey, das Soundsystem ist geil. Auch mit so einem treibenden Bass, also wirklich gut abgestimmt. Ja, ich weiß, wir müssen weitermachen und jetzt zum Innenraum kommen. Und natürlich machen wir das auch, weil hier im Cupra Born gibt es natürlich auch jede Menge im Innenraum zu sehen. Ja, ich muss sagen, das fühlt sich schon richtig gut an. Aber lasst uns wie immer bitte mal mit der Türverkleidung anfangen. Und darüber, sorry Leute, müssen wir echt mal reden, ne? Weil ich weiß, das sind alles so veredelte Hartplastikteile, manchmal auch recycelt. Die sind auch strukturiert und teilweise, naja, nicht wirklich unterpolstert. Aber Plastik bleibt Plastik und die Optik und Haptik von Plastik ist halt Plastik. So, sorry. Und auch wenn das hier sicherlich schön gestaltet ist und vielleicht sogar ein bisschen wertiger noch gestaltet ist, auch gerade hier mit diesem Alcantara-ähnlichen Stoff oben dann auch schön mit der Ambientebeleuchtung, das sieht natürlich geil aus, bleibt es halt Hartplastik. Das zieht sich über die einfachsten Schalter weiter. Übrigens, VW spart sich auch die hinteren Schalter für die Heckscheiben, die sind nämlich auch elektrisch, und hat stattdessen so einen Button gemacht. Da muss ich allerdings sagen, mir persönlich reicht das, weil ich hinten selten benutze. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, ob ihr gerne 4 Schalter für die Fensterheber hättet oder 2, weil dazu habe ich ehrlich gesagt nur meine subjektive Meinung, da würde mich mal eure interessieren. Ja, hier unten, ihr seht, das ist eigentlich ein Teil, wo dann hier der Mittelteil zum Zuziehen reingebaut ist. Alles Hartplastik, kein Teppich drin, Teppich irgendwas drin. Ihr hört das Schurren hier von unserem Dezibelmesser, da messen wir nachher noch die Innengeräusche während der Fahrt. Und da muss ich euch sagen, das ist halt alles zwar Kompaktklasse, aber das hätte man schon irgendwie mit relativ wenig Mitteln doch auch schöner gestalten können. Oder liege ich da falsch? Ich muss euch sagen, Cupra gibt sich ja Mühe. Gerade hier bei den Fußbanden auch so mit dem Schild und diesem Kunst,
Stoff hier so unterfüttert und dann mit dem Teppich und der kupferfarbenen Naht. Das sieht schon richtig geil aus. Das ist auch schick und das ist recyceltes Nylon. Das gefällt mir auch richtig gut. Aber guck mal, hier ist alles so ein Hartplastik, so ein Kunststoff. Ich habe halt immer Angst, dass das hier auch irgendwann dann halt zerkratzt und dann irgendwann unansehnlich wird. Da ist halt einfach so ein gebürstetes Aluminium in Anthrazit oder Silber halt viel, viel schöner. Die Liebe zum Detail finden wir aber beim Cupra Born dann wirklich auch im Armaturenbrett. Schaut mal hier so kupferfarben, metallisch. Und die Verstellung dann der Lüftungsdüsen finde ich auch super mechanisch. Hier oben dann natürlich nochmal die Verstellung des Lichts. Das heißt, wir haben hier Automatik, können auch einzeln schalten, haben Schlechtwetterlicht, Nebelschlussleuchte und natürlich auch maximale Belüftung der Windschutzscheibe und die Heckscheibenheizung. Das ist alles gut gemacht und schaut doch mal bitte auf dieses unten abgeflachte Performance-Lenkrad. Hier schön mit den, wie nennt man das eigentlich hier, so diesem perforierten Leder, genau, hier wieder mit der schönen Kupfernaht, Steffen, schau mal, wie edel das verarbeitet ist, auch hier schön gemacht, der Kunststoff hier so in so einer Art Carbonoptik, da mit dem geilen Cupra-Logo, das finde ich alles mega stylisch, mega, mega gut, das lässt sich natürlich in der Höhe verstellen, das lässt sich natürlich zum Fahrer heranziehen und schaut mal, das ist auch gut, dass man das Fahrraddisplay, was ein bisschen kleiner geraten ist, aber völlig ausreichend in meinen Augen, dann halt mitbewegt und man immer die beste Sicht durchs Lenkrad auf das Display hat. Das muss ich sagen, das ist echt geil und dieses Leder, das fasst sich echt schön an und da merke ich kaum den Unterschied zu dem Kalbsleder in meinem Audi e-tron GT. Ja, hier ist auch so ein Stoffüberzug. Guck mal hier mit dieser großen kupferfarbenen Naht. Boah, ist das edel. Finde ich richtig geil. Das sieht auch richtig schick aus hier so rum zum Infotainment-Display. Aber guck mal hier oben, da ist gleich wieder das billigste Hartplastik, da wo das Head-Up-Display ist und die Box. Und warum kann man nicht das ganze Teil mit so einem Stoff beziehen? Das kann doch nicht so viel mehr kosten, oder? Zentral thron ist natürlich das 12 Zoll Infotainment Display, was auch so leicht, wenn Steffen mal rumschwenkt, zum Fahrer geneigt ist. Das finde ich natürlich richtig gut. Das hat mir schon im Skoda Enyaq sehr gut gefallen, weil es halt nicht so platt und starr war, so aus Erinnerung wie der ID3, ID4, sondern so ein bisschen zum Fahrer geneigt. Das finde ich richtig gut. Was mir leider nicht so gut gefällt, sind halt diese Touchflächen. Man kann hier zwar schön rüberstreichen, man sieht auch, dass es sich verändert, aber man hat kein haptisches Feedback. Man kann auch laut und leise machen. Oh, guck doch mal den Sound. Oh yeah, baby. Also ich muss euch sagen, für sowas bin ich ja sensibel. Also ein geiles Soundsystem in einem Auto, das finde ich, wertet das ganze Auto nochmal auf, weil wenn wir Auto fahren, hören wir ja viel auch Radio oder Musik oder auch mal Podcast. Und da finde ich, ist ein gutes Soundsystem, was Höhen, Mitteltöner, Bässe klar trennt, was aber auch so ein bisschen treibend ist, wo man gute Stimmung bekommt, halt mega wichtig. Ja, lasst uns nochmal ins Cupra-Menü hier reinschauen. Da haben wir natürlich die typischen App-Kacheln. Wir haben natürlich Wireless Apple CarPlay und soweit ich weiß auch Android Auto. Android Auto kann ich nicht testen, weil ich kein androides Telefon leider besitze, sondern ein amerikanisches Smartphone. Und haben natürlich hier die typischen Tastenflächen, wie zum Beispiel Navigation. Übrigens, der Wagen ist ganz frisch gekommen. Der braucht sogar noch hier ein Software-Update. Ihr seht, hier ist alles live, hier ist alles ungeschnitten. Und das werden wir wahrscheinlich jetzt gar nicht so schnell aufspielen können, als dass wir es dann sehen. Aber ihr seht, auch hier macht VW es wie Tesla und zeigt kleine Verbesserungen, Fehlerbehebungen, digitales Bordbuch und. Und so kann man over the air das Auto updaten. Ist doch cool, dass wir das jetzt auch mal hier gleich live auf Video gesehen haben. Hier haben wir Widgets, die können wir frei belegen, wie zum Beispiel Ollis Punkt verbunden. Ne, wir haben natürlich hier den Soundtrack aus dem Mediathek. Wir haben hier Schnellwarmmöglichkeiten wie Klimatisierung etc. pp. Und was es übrigens auch optional gibt, wo wir gerade über Klimatisierung auch gesprochen haben, ist natürlich auch dann die Wärmepumpe. Ich glaube, die schlägt sogar mit 990
Euro zu buche, empfehle ich euch, wenn ihr viel in winterlichen Temperaturen fahrt, weil da natürlich dann gerade auf den Mittel- und Langstrecken eine große Effizienz ist, weil so eine Wärmepumpe ja sozusagen aus 1 kW, 4 kW Leistung schaffen kann oder bis zu 4 kW. Und das ist natürlich dann mega energieeffizient. Hier nochmal das Klimamenü, Steffen, das ist doch auch cool gemacht, wo man halt hier nochmal so die Lüftungsdüsen alles sieht, wo wir natürlich auch, und das werden die Damen natürlich mögen, auch so Schnellfunktionen haben, schnelles Heizen, Hände wärmen, Füße wärmen. Steffen hatte heute irgendwie auch kalte Füße bei mir im Audi e-tron GT. Ich bin natürlich im Efficiency-Modus gefahren und habe sage und schreibe die 110 Kilometer nach Greifswald unter 23 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht. Und wir sind immer schön 140 Abstandsregeltempomat gefahren. Das ist natürlich geil. Und auch im Sommer schnelles Kühlen, Füße kühlen, frische Luft und freie Sicht. Ihr seht, das kennen wir ja schon vom ID3, ID4. Das hat man hier im Volkswagen-Konzern übernommen. Hier sind auch nochmal Schnellwahltasten dann für die Auswahl. Und natürlich können wir hier auch sämtliche Bordsysteme wie Assistenzsysteme konfigurieren. Ja, natürlich gehört auch zu einem modernen Auto eine gute Sprachbedienung. Übrigens, der Cupra Born wird in Deutschland produziert, in Zwickau mit seinen Konzernbrüdern, wurde aber natürlich in Spanien, ich glaube sogar in Barcelona, bei Cupra natürlich entwickelt und finalisiert. Demzufolge sagen wir natürlich nicht, hey Cupra, hallo Cupra oder hey VW, sondern wir sagen natürlich auf Spanisch hallo, indem wir sagen hola, hola. Fahre nach. Einen Radio und Medien. Bitte nennen Sie die vollständige Adresse, beginnend mit dem Ort. München, Viktualienmarkt 1. Okay, München, Viktualienmarkt 1. Gute Fahrt. Ihr seht das spanische Temperament und die spanischen Damen, die sind natürlich keck und frech und die fallen einem so ein bisschen ins Wort. Aber das Ziel ist natürlich nur mit, jetzt kommt es, ich dachte schon mit eingeschalteter Zündung. Ihr seht es, er macht natürlich hier die komplette Routenplanung hier nach München. Und er sagt natürlich auch die Fahrzeit 8 Stunden und eine Minute an. Und wir wählen natürlich diese Route aus. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Ihre Route enthält mehrere notwendige Ladestopps. Und das hat VW inzwischen auch etwas besser gestaltet. Wir haben übrigens hier immer dann auch auf der Strecke 860 Kilometer dann nochmal diese Zwischenwegpunkte, die wir ansteuern. Hier in diesem Falle dann natürlich die Ladepunkte. Und ihr seht, das ist eigentlich relativ fluffig. Hier ist auch die Reichweite so ein bisschen markiert. Und wir gehen mal auf so einen Ladepunkt. Und da muss ich euch sagen, das geht natürlich gar nicht. Ne? Also hier ein 20 kW Lader, was soll das denn bitte schön sein? Also das ist doch jetzt hier ein Scherz, oder? Nein, so. Jetzt gucken wir mal, was er uns ausgesucht hat. Wir sollen, das ist ja wirklich abenteuerlich, 20 kW laden in Ringelnatz im Inselhotel am Tesla Destination starten. Für eine Stunde und 27 Minuten. Übrigens, wir haben noch 233 Kilometer Reichweite hier im Akku. Dann sollen wir weiterfahren nach Halle, hier mit 50 kW laden bei Leipzig's Style Outlets, was auch immer das ist. Und dann hat er uns, weil wir können ja 120 kW hier in dem Fahrzeug maximal im Peak laden, an 175 kW nochmal 50 Minuten laden. Also wenn ihr das zusammen addiert, dann sind das ja alleine schon, wenn du so willst, über 2 Stunden Ladedauer für 860 Kilometer und auch, dass er nicht sofort die Hypercharger hier wählt, das ist natürlich äußerst unglücklich. Hier müssen wir natürlich mal schauen, dass VW da natürlich nachbessert, weil es kann natürlich nicht sein, dass wir hier nicht im Wechsel von 2021 zu 2022 jetzt endlich mal eine vollständige Routenplanung hinbekommen, wie wir es beispielsweise aus dem Tesla, aus dem Audi, aus dem Mercedes, aus dem BMW gewohnt sind. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, Cupra, Volkswagen ist auch jetzt ein absolutes No-Go.
Eine Alternative ist dann natürlich immer, und das empfehle ich euch auch, das geht natürlich auch über Apple CarPlay hier wireless, a better route planner. Hier könnt ihr natürlich euer Auto angeben mit den entsprechenden Daten. Da ist natürlich auch der Cupra Born, soweit ich weiß, hinterlegt. Ich nutze es halt immer auch gerne mal mit meinem Audi e-tron. Könnt ihr selber euch die Ladepunkte nennen oder auch natürlich von der Better Route Planner dieses Plan. Wenn ihr dann noch eine von Tronity Schnittstelle habt, die ich euch empfehlen kann, die nutze ich auch, bekommt ihr sogar die Live-Echtzeitdaten aus dem Auto in a Better Route Planner in die App übertragen und könnt so quasi immer auf den Live State of Charge etc. pp. Zugreifen. Tronity habe ich auch mal in der Videobeschreibung unten verlinkt. Könnt ihr euch mal anschauen. Da muss ich euch nochmal im Video nachliefern, wie Tronity eigentlich funktioniert. Das nur mal als Alternative, wenn das Elektroauto, was ihr habt, so wie jetzt der Cupra Born momentan vom Softwarestand, das halt noch nicht perfekt kann, empfehle ich immer a better route planner, gerade auch in der Premium-Variante. Da zahlt man einmalig 49 € im Jahr und ist dann eigentlich gut versorgt. Und ich glaube, mit 4 € umgerechnet monatlich ist das auch ein fairer Kurs. Lasst uns zurückkommen zum Positiven. Eine positive Sache ist natürlich das Interieur. Und gerade halt auch diese performanten sportlichen Sitze, die hier in so einem Mikrofaser-Dynamica auch sehr, sehr edel gehalten sind. Das gibt es natürlich auch mit Stoff etc. pp. Das ist auch so ein bisschen in Alcantara und zum Teil mit Kunstleder eingefasst. Man kann die auch schön verstellen in allen möglichen Varianten. Die sind wirklich richtig, richtig klasse und das ist auch richtig, richtig gut gemacht. Auch das übrige Interieur, ihr seht das hier, ist so Kunststoff in so einer rauen Struktur. Das fühlt sich aber gut an, ist aber halt wie gesagt Kunststoff. Dann hier so eine lackierte Fläche mit so einem Cupra-Wabenmuster. Das gefällt mir auch richtig gut. An den Lüftungsdüsen wieder mit dem kupferfarbenen. Wir haben hier ein vernünftig großes Handschuhfach, leider nicht unterfüttert. Da klappert es dann halt auch mal drin. Und natürlich auch hier in den Lüftungsdüsen alles sehr, sehr minimalistisch gehalten. Das heißt Klimaanlagen, Steuerung, alles über Touch. Gut gefällt mir auch diese klassische Mittelkonsole und nicht dieses freischwebende. Hier haben wir ein schönes Fach, was man aufmachen kann mit 2 Becherhaltern. Hier haben wir ein schönes großes Fach, wo man noch was reintun kann. Das finde ich ist richtig gut gelöst. Und wenn man das nicht braucht, kann man das zumachen und zum Beispiel halt auch sein Smartphone oder andere Dinge dort halt hinlegen. Smartphone gehört aber eigentlich hier rein. Hier haben wir eine induktive Ladefläche. Auch da ist es so, dass er erstmal anfängt zu laden. Das zeigt er übrigens auch im Display an. Und dann kommt später eine Fehlermeldung, dass er das Telefon nicht mehr laden kann. Hier hat, glaube ich, der VW-Konzern, weil das habe ich auch in meiner Audi e-tron Phonebox, Schwierigkeiten mit der QI-Zertifizierung von dem amerikanischen Mobilfunkhersteller. Das ist jetzt, glaube ich, ein Problem mit diesem Hersteller und meinem QI-Bereich. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da mehr Infos wisst. Und ihr habt hier, schaut mal, so eine mega tiefe, große, das ist ja der Vorteil bei der Elektromobilität, dass wir halt hier kein Kardantunnel und nichts haben und den ganzen Platz halt für Staufläche nutzen könnt. Da sind nochmal 2 USB-C-Anschlüsse zum Laden, um natürlich da auch nochmal einen Anschluss zu haben. Und eine schöne Mittelkonsole, die man hier verschieben kann. Das muss ich sagen, ist richtig cool. Und was mir auch mega gut gefällt, ist natürlich dieses riesengroße optionale Glasdach, was gerade die hinteren Passagiere, glaube ich, sehr, sehr genießen werden. Und was Cupra hier auch gut macht, das gibt es ja leider nicht im Taycan, das gibt es auch leider nicht im Audi e-tron GT bei Fahrzeugen, die das 3- bis 4-fache kosten, so ein einfaches Sonnenrollo. Das macht man hier über Touch und dann fährt das zu und dann hat man es im Sommer schön angenehm, weil dieses getönte Glas wie so eine Wärmeplatte wirkt, wie so eine Herdplatte auf Stufe 8 und dann von oben die Hitze auf den Kopf strahlt. Und gerade bei etwas größer gewachsenen Menschen wie ich mit meinen 1,85 Meter habe ich hier gut Platz, eine Faust, und möchte natürlich nicht im Sommer hier noch zusätzliche Wärme auf dem Körper haben. Und das muss ich sagen, hat Cupra hier top gemacht. Schau nochmal, Steffen, also ich finde diese Fußmatten, die sind echt schick und gerade auch mit dieser Logo-Applikation sieht das echt mega, mega edel aus. Übrigens überall auch nochmal abgesteppt, dann mit dem kupferfarbenen Nähten. Also da muss ich sagen, hat sich Cupra echt mega, mega viel Mühe gegeben. Schade, noch ein bisschen weniger Hartplastik, auch mit dem schwarzen Himmel, das sieht toll aus. Der ist zwar nicht gedämmt, aber das ist völlig in Ordnung. Ein bisschen weniger Hartplastik und der Cupra wäre eine glatte 1. Und die Frage, die wir uns ja mal allzu gerne
Stellen, wo Steffen sich immer so mega drauf freut, ist, passt der Olli hinten durch die Tür auf die Rückbank. Ich habe es ja euch allzu oft bewiesen. Ich glaube, bis zum VW E-Up, selbst im Smart bin ich ja durch die seitliche Tür reingekommen. Okay, das war jetzt die Beifahrertür. Und ich glaube, auch im Cupra Born wird das schick. Übrigens, Steffen, guck mal, hier ist sogar ein Licht drin in dem Griff. Und zack, bin ich drin. Was wir natürlich auch haben im Cupra Born, ist eine Mittelarmlehne für die hinteren Passagiere. Und wenn der Sitz auf Höhe der B-Säule ist, habe ich hier eigentlich auch ordentlich Platz und es ist bequem. Hier nach oben hin sind dann noch zwei Finger breit Luft bis zum Dachhimmel. Okay, aber ich bin natürlich auch 1,85 groß. Ja, was schön gemacht ist, ist auch hier mit dem Stoff die Rücksitzlehnen. Wir haben natürlich hinten auch zwei USB-C-Anschlüsse. Leider haben wir hier nicht eine 3-Zonen-Klimaautomatik. Das finde ich ja immer gut, wenn man hinten nochmal separat temperieren kann. Gerade wenn man auch mit Kindern reist, ist das praktisch. Übrigens, Kinder haben wir natürlich auch fahrer- und beifahrerseitig eine Kinder-Isofix-Befestigung. Übrigens auch auf dem Beifahrersitz finde ich richtig, richtig klasse. Also es ist ein richtig schönes, familienfreundliches Auto. Wir haben hier zwei Becherhalter. Wir haben hier sowas zum Hinterpacken. Und was mir fehlt, ist diese kleine Tasche. Die fand ich ja im ID3, ID4 und ich glaube im Skoda Enyaq war es auch so gut, wo man hier nochmal so ein kleines Smartphone oder ein kleines Tablet reinstecken kann. Das war mega praktisch. Ja, es tut mir leid, ich muss es aber nochmal erwähnen. Das sind die Türtafeln, Steffen. Das ist halt hier wirklich hinten auf den hinteren Becken dann wirklich die einfachste Türverkleidung. Da ist auch nichts mehr mit Alcantara gepolstert. Ihr erinnert euch an die Fahrertür, die ich euch gezeigt habe. Das einzig Schicke ist eigentlich, dass der Griff hier, da ist ja auch Kunststoff so schwarz gemacht. Das sieht wenigstens edel aus, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist halt einfach so ein bisschen schade, ne? Also warum kann man das nicht hinten auch so ein bisschen wenigstens die Armlehne abpolstern? Das ist einfach hier, Steffen, schau nochmal, das ist einfach hier einfachstes festes Hartplastik. Das ist doch nicht bequem, wenn man mal zu viert verreist. Das kann mir doch keiner erklären. Und ich glaube, an so einem kleinen Stück Alcantara mit Unterschäumung, daran kannst du auch beim Cupra Born ab Beginn 37K dann auch nicht scheitern, oder Cupra? Wir sind innen, außen durch. Was ich noch euch zeigen wollte, ist, dass er rein der Ordnung halber, genauso wie die ID-Modelle, hinten eine Trommelbremse hat und der Skoda Enyaq. Ich persönlich empfinde ja Scheibenbremsen als wesentlich wertiger und besser, aber da sind die Geschmäcker verschieden. Das muss jeder für sich definieren, ob ihm eine Trommelbremse reicht oder er lieber eine Scheibenbremse hätte. Ja, wir werden jetzt natürlich noch den Fahrbericht, den Ladecheck, die Innengeräusche etc. messen und das in einem weiteren Video in den nächsten Tagen veröffentlichen. Und so sind wir natürlich auch bei dem heutigen Video am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Seid so lieb, schaut nochmal nach, ob ihr Teil der einfachen Elektrisch-Community seid. Wenn nicht, ein Abo ist ja nicht umsonst, aber kostenfrei, kommt mit dazu, damit ihr den Fahrbericht mit dem Ladecheck, Innengeräusche, Assistenzsysteme, alles nicht verpasst, der in den nächsten Tagen kommt. Und bis dahin sage ich, bleibt gesund. Bis bald, euer Olli.